Ja, hallo lieben Christian Schemmer, Paterapeut, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter und so fort. Und ja, bevor es hier mal wieder in den Schnee geht, ein Dating-Video und genau, es geht gerade die Selbstbehauptungs-Challenge los. Macht sie unbedingt mal mit, ist echt der Bämmer. Und genau, und der Lifestyle-Flugangskurs geht los, genau. Findet hier alles auf liebeschiff.de und da diese meine neue Kursfraktion da unter Mentalheld-Kurse. Genau, heute geht es darum, ich kann mein Date nicht so optimal riechen. Denkst du vielleicht, das ist ein ganz einfacher Punkt? Ist leider im Bereich der Umprogrammierung des Liebeschips, ist es leider die Frage nicht trivial, wie wir jetzt hier sehen werden. Okay, genau. Also von der Zuschauerin. Lieber Christian, vielen Dank für deinen Input, der mich definitiv auf neue Gedanken und zu neuen Erkenntnissen gebracht hat. Ich komme aus der Ecke co-abhängig und habe mir da Stück für Stück rausgearbeitet und habe sogar das Interesse an toxischen Partnern nahezu verloren. Zwei Kurse bei dir belegt. Ja, mach die fucking Kurse, sag ich ja immer. Nun habe ich Frau Ende 20, einen Mann Anfang 30 kennengelernt. Er zeigt eindeutig Interesse an mir. Ich finde ihn spannend und nun haben wir ein Treffen außerhalb der Arbeit ausgemacht. Wir kennen uns von meiner ehemaligen Arbeitsstelle. Gerne lass es auf mich zukommen. Bin mittlerweile viel klarer, was in Beziehungen wichtig ist. Von der Begegnung mit ihm weiß ich, dass mich sein Geruch irritiert hat. Ich fand ihn nicht abstoßend, jedoch irritierend. Der Geruch war nicht so wie bei meinen vorherigen toxischen Beziehungen. Da habe ich mich ultimativ angezogen gefühlt. Das irritiert mich sehr. Kann es denn sein, dass man sich zu jemandem sexuell hingezogen fühlt, jedoch der Geruch nicht stimmt? Ja, jetzt würden natürlich die meisten sagen, und er hat natürlich auch eine gewisse Berechtigung, wenn man jemanden nicht riechen kann, das geht gar nicht. Aber also wenn du jemanden gar nicht riechen kannst, dann geht's auch gar nicht. Aber es ist tatsächlich so, man mag es gar nicht glauben, das höre ich immer wieder, dass man in diesen toxischen Beziehungen so abgeht auf diesen Geruch des Partners, ne? Dass wie toll das ist und ah, und ich könnte jeden Zentimeter des Körpers erschnüffeln und ja, ist ja auch eine schöne Erfahrung. Leider ist das auch so ein, wie so ein Drogending, ne? Wenn du liebessüchtig bist, das ist genauso wie Leute, die Drogen nehmen, von dem Geruch ihren Drogen begeistert sind, ist das gleiche Phänomen, ne? Also du bist halt wie so ein Junkie und gehst dann eben auf diese ganzen Sinnenserfahrungen deines Objekts der Begierde, gehst du total ab. Das ist leider auch zum großen Teil, glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass es so rum ist, der riecht so gut und dann wirst du liebessüchtig zu jemandem, sondern du wirst irgendwie liebessüchtig und dann riecht er auch total gut. So, ne? So, und wenn du jetzt, könnt ihr glauben, könnt ihr nicht glauben, wenn du anfängst, bindungssichere Menschen zu daten, natürlich solltest du sie riechen können. Aber es kann tatsächlich genau dies hier passieren, wenn du außerhalb deines Beuteschemas, bisherigen Beuteschemas datest, dass du irritiert bist. Also nicht, dass jemand direkt schlecht riecht oder du bist auch angezogen, aber es ist irgendwie anders als sonst. Es ist anders und das kann sein. Jetzt kannst nur du sagen, wie gravierend das ist, weil ja, vielleicht ist es einfach nur Irritation, dann würde ich glaube ich auch durchaus mal weitergucken, wenn, weil es kann sich tatsächlich legen mit der Zeit. Ne? Und verschwinden irgendwie, wenn ihr länger datet, aber da, das kann, also das ist jetzt nicht innerhalb von ein paar Dates weg so. Aber wenn es zu doll ist, klar. Aber es ist tatsächlich, das ist, kann ich nur immer wieder sagen, wenn du außerhalb deines bisherigen Beuteschemas datest, das fühlt sich nicht so an wie vorher. Dann wär, sonst ist es das Gleiche wieder. Wenn sich ein, wenn du wieder genauso obsessiv weg bist und der Geruch und oh, ich muss den ganzen Tag aufs Handy schauen und dann ist wieder ein altes Datingmuster. Egal, wie du denkst, da sind keine Red Flags oder was weiß ich, die kommen dann schon noch. Und wenn du jemand datest, der ein ganz anderes Bindungsmuster hat als sein bisheriges, dann können gerade am Anfang komische Sachen auftreten. Das ist auch nicht nur der Geruch, sondern einfach so ein uneasy Gefühl. Es fühlt sich irgendwie komisch an. Und ja, also du kannst nicht erwarten, dass du also Menschen datest, die bindungssicher sind und dass die genauso dein Dopaminsystem
Schlachten, sag ich mal, wie das bindungssichere oder was weiß ich, wie man das nennen will, Menschen tun. Das ist ein Riesenunterschied, ne? Und das ist eine der größten Hürden, andere Menschen zu daten. Und viele kommen da auch nicht drüber hinweg. Die sagen, ich kann das einfach nicht. Letztlich ist es natürlich auch eigentlich, will es einfach nicht. Ich will dem nicht die Zeit geben und so weiter, ne? Ich weiß, dass wir uns gerade erst früher am Anfang unseres Kennenlernens stehen, jedoch beschäftigt mich das sehr, da ich mich frage, wie sehr der Geruch als Ausschlusskriterium gelten sollte. Ja, nicht zu sehr. Also, das ist tatsächlich meine Meinung, nicht zu sehr. Also klar, wenn du jedes Mal, wenn du ihm nahe kommst, denkst, oh, muss ich mich gleich übergeben. Das geht natürlich nicht, ne? Aber wenn es einfach nur ein bisschen irritierend ist und anders als sonst, ja. Ich meine, manchmal liegt es auch, dass jemand blödes Parfum benutzt oder was weiß ich, aber ich glaube nicht, dass du das meinst, ja. Im Internet habe ich auf der Seite nachgelesen, dass der Geruch sehr wichtig ist. Ja, allgemein stimmt das auch, aber wo steht da, das kriegt ihr nur bei mir hier, wo steht da was drüber in Verbindung mit Liebeschippe? Eine Seite habe ich jedoch gefunden, die meint, dass man sich nach einem Jahr so sehr an den Geruch von jemandem gewöhnt, dass es nicht mehr so die Rolle spielt. Ja, das ist tatsächlich möglich, wenn, wie gesagt, die Hürde nicht so groß ist, so, ne? Absolut richtig. Da bin ich voll dabei. Es verwirrt mich und ich frage mich, ob es dann wert ist, sich weiter zu engagieren. Es ist mir auch unangenehm, dass ich eigentlich Angst hätte, jemanden zu verletzen, wenn ich ihm sowas sage. Das, sowas sagt man auch nicht. Sorry. einmal hatte ich den Gedanken, sein Geruch erinnert mich an meinen Bruder, von dem ich viel Übergriffe erfahren habe. Okay, das ist natürlich... Okay, das... Soweit habe ich mir das noch gar nicht angeguckt, die Mail hier. Trotzdem, was ich alles bis hierhin gesagt habe... Absolut wichtig, glaube ich, zu wissen. Also klar, wenn sich jetzt der Geruch an jemanden erinnert, mit dem du negative Erfahrungen gemacht hast, ist natürlich schlecht. Aber ich wäre trotzdem, wenn das wirklich ein super cooler Typ ist, ansonsten keine Red Flags, verlässlich, was weiß ich. Also man könnte darüber nachdenken, dem eine Chance zu geben, durchaus, ne? Projiziere ich etwas auf ihn und wie ernst zu nehmen ist das Thema? Also es ist tatsächlich so, ich meine in dem Fall, das ist jetzt echt ein Spezialfall, aber es ist tatsächlich so, dass man Gründe auf bindungssichere Menschen projiziert, warum man sie dann doch nicht datet und weiter toxische, heiß-kalt Menschen datet, whatever. Unsere liebessüchtige innere Stimme möchte das nicht und die erfindet manchmal auch Gründe, warum man bindungssichere Menschen nicht datet. Man muss schon so ein bisschen versuchen, bewusst zu sein und dann natürlich die richtige Entscheidung zu treffen. Ich muss sagen, dass ich diesmal beim ersten Treffen sehr vorsichtig war mit meiner Wahl, sehr kritisch. Ich habe regelrecht nach Fehlern bei ihm gesucht und aus Angst wieder an jemanden zu geraten, den ich nicht will. Ja, irgendwann wird man da wieder lockerer, wenn man das so internalisiert hat. Standards und Dealbreaker. Habe ich bei meiner Suche jetzt endlich einen Fehler gefunden? Ja, das ist genau das Mindset, wo man aufpassen muss, dass man einen Fehler sucht. Also das ist ja, gibt es auch so witzige Memes irgendwie, ja, dass man sozusagen in toxischen Beziehungen eigentlich jeden Scheiß akzeptiert und beim guten, netten Partner auf einmal super kritisch wird. Aber wie gesagt, wie sehr dich das stört, das kannst du nur wissen, ne? Ich habe mir bis jetzt in meinen vorherigen Beziehungen sehr viel schön geredet und verdrängt. Ja, man macht bei gesunden Beziehungen hoffe ich am Anfang das Gegenteil, so, ne? Nun weiß ich nicht genau, wie ich die Lage abschätzen soll. Natürlich gebe ich mir erstmal eine Chance, treffe ich mit ihm. Er ist so in seiner Polarität und zieht mich einfach an. Also wie gesagt, ich weiß, habe ich jetzt von dem Dating-Prozess ansonsten nichts geschrieben, aber ich würde es nicht von so ein bisschen irritierendem Geruch abhängig machen. Gerade mit so einer Vorgeschichte, so, ne? Gar nicht so einfach in Ordnung in sein eigenes Bewusstsein zu bringen, durch die ganzen Erkenntnisse aus der Vergangenheit. Absolut richtig, fühle ich. Genau, alles Liebe, Christian. Ich würde mich auch über Antwort freuen. Hiermit geschehen, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder und ja, ciao, ihr Lieben.